Kohle. Gold habe ich hier auch nirgends. Doch, da. War hier auch irgendwo Silber? Ne, da haben wir kein Silber. Aber Eisenerz. Ist dann hier vielleicht irgendwo Silber? Nö. Na, jetzt schon. So, mal sortieren den Schrott. So. Hallo Haus. Ach, guck mal, ich kann ja richtig Dach und Wände. Obergeschoss hinzufügen. Untergeschoss. Okay. Okay. Ich habe nichts gesagt. Also, ich wollte gern Fjord einziehen lassen. Oh, hey Mike. Weißt du, ich war beim Packen für den Umzug so aufgeregt, dass ich vollkommen darauf vergessen habe, meine Kisten zu beschriften. Vollkommen darauf vergessen habe? Naja. Keine Ahnung, was in welcher Kiste ist. Willst du mir vielleicht helfen, sie durchzusehen? Lass mich raten. Fernseher und Bücher oder Mixer und Radio? Ach. Okay. Your guitar. Oh, hallo. So, jetzt gehen wir mal mit Sally quatschen. Vielleicht gibt es da irgendeine Art von Interaktion. A la, oh ja, mein guter alter Kumpel oder meine Kumpeline sind endlich wieder da. Oh, oh, Mike. Fior hat gerade etwas von seinem Künstlerbedarf vorbeigebracht. Es liegt alles dort drüben in der Ecke. Ich bin so aufgeregt. Es ist, als wäre ich wieder im alten Gemeinschaftsstudio. Weißt du, Fior sagte, dass du die Staffelei benutzen kannst, um ein Gemälde zu erschaffen. Ich soll dir ausrichten, dass du... Was war das nochmal? Oh ja! Du kannst deine Gemälde für Tapeten, Böden und sogar Kleidungsentwürfe nutzen. Hört sich nach ziemlich viel Spaß an, wenn du mich fragst. Ja, dann geh mal aus dem Weg, Sally. Nein! Nein, Sally, I don't want to talk with you. I want to make some stuff here. Okay, versuchen wir es doch mal. Du hast offenbar gar keine Farben in deinem Rucksack. Ah ja. Du hast keine Farben in deinem Rucksack. Du hast keine Farben in deinem Rucksack. Du hast kein... Ja gut, ich meine, was, ich kann sogar Eier bemalen? Ja, okay, also ich brauche erst Farbe dafür. Hätte ich mir denken können? Aber geil! Aber jetzt hatte ich gerade noch einen anderen Gedanken, genau. Ich habe ja gerade gesehen, dass ich imstande bin, bei den Häusern Unter- und Obergeschoss und so hinzuzufügen. Das werde ich jetzt gleich mal an meinem Haus ausprobieren. Denn ich sage ja die ganze Zeit, ich hätte so gern mehr Geschosse. Peng. Also. Ein Obergeschoss hinzufügen und ein Untergeschoss. Kostet 500. Nehmen wir erstmal ein Obergeschoss. Bamf. Habe ich jetzt noch Geld? Nein.
Gucke mal. Uhuhu, nice. Okay. Ich kann also nur ein Obergeschoss und ein Untergeschoss. Und dann kann ich noch... Warum ist da so ein Katzengesicht? Ein Untergeschoss kostet Geld, Wände und ein Dach kann ich halt auch. Na, für die Geschichte bräuchte ich Geld. Wo kriege ich am schnellsten Geld her? Von der Insel. Aber dafür brauche ich erstmal Geld, um überhaupt dahin zu kommen. 200. So, was haben wir denn hier? Helles Holzdach. Hellblaue Wandpalette. Willkommen, Mike. Womit kann ich dir heute behilflich sein? Gar nicht. Ich hatte eigentlich gehofft, ein schöneres Dach und schönere Wände zu finden. Aber da muss ich wohl des Öfteren mal wiederkommen und hoffen, dass da was Besseres steht. Denn ich habe da schon mal andere Farben gesehen. Hallo Mike, ich bin so aufgeregt. Ich habe darüber nachgedacht, die Speisekarte hier im Gasthaus zu überarbeiten. Ich habe jede Menge Ideen, aber das Wichtigste sind frische Zutaten von höchster Qualität. Ich habe gehört, dass du mit deinem Gartenbaubemühungen in letzter Zeit sehr gut vorankommst. Könntest du vielleicht etwas Obst und Gemüse für meine neuen Rezepte anbauen? Ja klar. Oh, fantastisch, ich kann es kaum erwarten. Ich suche nur schnell ein neues Rezept, das ich mir notiert habe. Ah ja. Patatas Bravas. Diese Jahreszeit eignet sich perfekt dafür. Ich habe beinahe alle Zutaten für das Rezept. Ich brauche nur noch 3-mal Tomate. Ja. Fabelhaft. Ich kann es kaum erwarten. Bring 3 Tomaten. Jetzt habe ich die Tomaten natürlich schon verkauft, ich Hohlbratze. Jetzt ist natürlich die Frage, wie viele Tage habe ich denn Zeit? Ah ja, okay, da steht nix Tage. Nix. Okay, dann sollte ich schnell zur Farm flitzen und nochmal Tomaten anbauen. Für Patatas Bravas oder Bravatas oder wie das hieß. Patatas! Patatas Bravatas. Oder so. Ey, lauf gar nicht weg. Ey, komm her. Ey. Ich wusste, dass dieser Ort ideal für den Anbau ist. Laber nicht. Hörst du? Laber nicht. Give me Tomatos. 3 Stück. Und, look at this. I have apples. Give me apple. So, jetzt muss ich als erstes... Nein. Nein. Muss nämlich als erstes mal die Tomatos aussehen. 1, 2, 3. So, Oma. Musst du nur 3, 4 Tage warten.